Hallo, heute stelle ich euch die App News Republic vor, mein absoluter All-Time-Favorite in Sachen News-Apps auf meinen Smartphones oder Tablets. Der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, ist generell ein News-Anbieter, der die News aus diversen News-Quellen filtert und diese dann sehr, sehr anschaulich in einer mobilen Variante für das iPhone, für das Tablet von Android, für ein iPad und natürlich auch für euer Android-Smartphone darstellt. Wenn wir hier links direkt mal drauf tippen, haben wir zum einen die Option über die Lupe nach einem Thema zu durchsuchen. Ganz klar kann es auch über die Spracheingabe machen. Über die Menütaste kann ich sagen, ich möchte beispielsweise einfach mal in die Einstellungen und hier sieht man direkt, habe ich wirklich viele Optionen, das Ganze zu personalisieren. Was ich empfehlen würde, ist, dass man sich kostenlos ein Konto erstellt. So kann man dann auch auf mehreren Geräten seine eingerichteten Newsfeeds parallel halten, kann dann sagen, in welchem Land befinde ich mich, kann meine Nachrichtenquellen auswählen, wo wir zu den besagten Quellen kommen, wo die App sich das Ganze herholt. Wir können mit dem Haken ganz einfach sagen, ob wir die Quelle drin lassen wollen oder nicht. Das geht über klassische Nachrichten bis hin zu Finanzen, Medien. Das ist auch wirklich hier schön in einzelne Kategorien unterteilt und dementsprechend kann ich dann einfach sagen, wenn mich das interessiert, lasse ich den Haken dran. Wenn ich von dieser Newsquelle nichts haben will, kann ich diesen Haken wieder rausmachen. Da ist wirklich alles dabei. Wir haben hier zum Beispiel auch so ein bisschen Lifestyle und Leute wie die Brigitte oder dergleichen und so kann ich das dann erstmal vorsortieren. Das wird auch beim Ersteinrichtung mir Schritt für Schritt gezeigt, wie ich das mache und was ich haben will. Haben noch die Option erweiterte Einstellungen, wo ich die Caches mal leeren kann und festlegen kann, wie gedownloadet werden soll. Und wenn wir zurück zur Startseite gehen, habe ich natürlich auch die Option, was ich sehr, sehr schön finde, diese anzupassen. Das heißt, wenn mir was wichtig ist, ich bleibe einfach mal lange mit dem Finger drauf, dann wird das Feld in diesem Fall rot umrandet und ich kann es hier das Aussehen ändern, ich kann es in die Länge ziehen, ich kann es größer und kleiner machen und kann dann so meinen sogenannten Newsfeed wirklich ganz individuell anpassen. Besonders zur FIFA-WM, die jetzt kurz bevorsteht, gibt es eine eigene Kategorie, die eingefügt wurde. Solltet ihr die weggeklickt haben, als sie kam oder es einfach noch nicht gemacht haben, würde ich euch empfehlen, den 2014 FIFA World Cup das Thema hinzuzufügen. Dreht sich alles um die WM, das heißt, ihr seid stets up to date in Nachrichten, sind Spieler verletzt, wie ist die voraussichtliche Aufstellung oder dergleichen. Und was uns auch geboten wird, was natürlich momentan noch nicht möglich ist, während den Spielen live bekomme ich mehr oder weniger als Second Screen Option, also auf meinem Smartphone, während ich im Fernsehen schaue, die Option Statistiken kann ich ansehen, bekomme von 8 Kameras aufgezeichnet eine 3D-Animation von geschossenen Toren. Das ist extra eingeführt für die WM, diese Kategorie. Und wer Fußball begeistert ist oder wer nur ansatzweise irgendwie die WM verfolgt, für den ist es wirklich eine Must-Have-Kategorie, die er einfach hinzufügen kann. Und wenn ich dann beispielsweise eine Nachricht habe, tippe ich einfach hinauf. Habe dann hier natürlich ganz klar das Ganze schön angepasst, habe Fotos eingebunden, wo ich draufklicken kann, die ich mir dann anschauen kann. Hier stylische Kopfhörer im Deutschland-Design. Kann das Ganze natürlich auch über diverse Quellen teilen, um interessante Nachrichten weiterzugeben. Und was auch eine schöne Option ist, die sogenannten Moods, das sind kleine Smileys. Hier kann ich Nachrichten oder News bewerten. Für mich in diesem Fall, ja, ich finde sie ganz nett. Das heißt, ich wähle einfach Freude aus und bestätige das Ganze mit OK. Und kann hier oben drauf tippen, mir wird dann angezeigt, unter was für Kategorien das Ganze aktuell fällt. So habe ich natürlich die Möglichkeit, auch in andere Kategorien reinzugehen, um jetzt mal aus der FIFA World Cup Kategorie wieder rauszugehen. Die App ist auch insoweit schlau, das heißt, wenn ihr neu ist und ihr benutzt es immer weiter, erkennt sie automatisch, was ihr wie viel benutzt und wie anschaut und kann dann so euer Nachrichtenprofil individualisieren, dass euch auch wirklich nur diese Nachrichten angezeigt werden, die ihr wirklich interessant findet. Es gibt eine Umfragenkategorie, wo ich an Umfragen teilnehmen kann und habe so wirklich zu jeglichen Themen, ihr seht hier, ich habe mir FC Bayern, Apple, Internet, Tech Gadgets, Android habe ich wo versteckt, Fernsehen, Kino und dergleichen. Und ich kann natürlich auch über das Plus ganz einfach ein neues Thema hinzufügen, wo dann eben aktuelle News gefiltert werden. Mir gibt es empfohlene Themen, die ich mir hier gleich anschauen kann, wo ich auch wieder hier den Brasilien-WM-Feed habe. Dann habt ihr die Option, auf Beliebteste zu klicken. Russland aktuell natürlich ein hitziges Thema, Präsident der Vereinigten Staaten. Oder ich kann auch über international noch schauen. Wenn ich da noch was hinzufügen will, Wirtschaft und Politik, kann ich da oben durchklicken. Oder ich kann auch nach einem eigenen Thema suchen. Wenn mich das besonders interessiert, zum Beispiel geben wir jetzt einfach mal Samsung ein. Und jetzt sehen wir schon, gibt es hier auch ein Samsung-Thema, das heißt mit dem Plus füge ich das Ganze einfach hinzu. Und wenn wir jetzt dann zurück zur Startansicht gehen, haben wir hier unten direkt mein Samsung-Thema, was ich dann gleich eine Reihe hochschieben kann und dann meinetwegen noch eins breiter.
Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, würden mir einfach gefiltert News angezeigt, die sich um Samsung drehen. Über die Standfunktion kann ich das Thema bevorzugen oder auch eben nicht. Und habe es hier direkt live angepasst, alles rund um das Thema Samsung. Ich bin wirklich von News Republic absolut begeistert. Gerade ist auch nochmal zur WM richtig cool. Das heißt, das ist meine Sport-Apps durch die eigene FIFA World Cup-Kategorie. Ist kostenlos, ladet es euch einfach runter, probiert es aus. Von mir wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung.